So, wieder zurück bei Ghost Recon Breakpoint. Ja, ich schleich mal wieder ran da. Bisschen. Boah, ich decke noch weiter auf. Ja. Kannst du da nochmal gucken, ob da noch was drin ist? Ja. Weil eben war das bei mir noch rot. Aber mir auch jetzt nicht mehr. Jetzt nicht Da ist mehr, nur noch. genau. Da ist Ich einer mit dem Kampfhof. hab den entdeckt durchs Dach. Irgendwie. Ja, schieß ihm ganz zärtlich ins Bein und fragst mal, was los ist. Ja, ich schleiche mich von hinten an und packe ne. Vielleicht. Nein, ich schieße lieber ins Bein. Wenn ich runterkomme hier. Ohne dass ich mir das Genick breche. Wo ist er denn, der Boy? Du stehst doch da, scheiße Typ. Hallo? Hi, na? Was geht ab bei dir? So, wir unterhalten uns jetzt mal. Wir verhören dich, ne? Was ist los? Aha, schön auf Kopf hier, Alter. Wo ist die Waffenlieferung? Wo ist die Ich Waffenlieferung, mein versichere Junge? dir, mehr weiß ich nicht. Weiß nicht mehr. Ehrlich. Warum nicht? Na dann, leck meine Eier. Westlich des Munitionsdepots. Also fast, da wissen wir doch, wo wir hin müssen. Der ist schon mal weg jetzt hier. Kaputt getötet, den Sack. So. So, ich schalte mal eben den Typen aus. Hier den Funker. Ja. Okay. Weiter. Ich habe einen Nasser, der ein Und bisschen am. den Typen mit seiner nervigen Drohne. So. Okay. 3, 2, 1. Fupp. So. Okay. Okay. Kannst du den anderen nehmen? Ich hab A markiert. Okay, jetzt Ja. mach ich. Okay. Oh, das hat ja genau gepasst, oder? Zwei dumme ein Gedanke. Ja. Ich krieche weiter rein. Ja, aber jetzt kommen sie aber alle in deine Ja, Richtung. ich weiß. Aber ich habe ja. Ich lade mal ganz kurz die gute Munition rein, die Premium Moon. Ja, ich wechsle mal auf eine Schnellfeuerwaffe hier. Sniper weg. Irgendwas ist explodiert. Ja, ich kümmere mich hier gerade um die, Ja. was so rumsteht. Ne? Bewege. Irgendwie Ja. das Schnipper wieder in der Hand. Weil die rennen ja irgendwo hier gerade hin, wie die Hasen rennen sie. Ja. Ja, da können die jetzt mal stehen bleiben. Los mit denen. Zack, das war ein Headshot. Das war gut. Ja, wo sind die denn? Die sind am Arsch der Welt alle. Was hat der eine hier? Aber den sehe ich. Noch Sehe Licht ich aus. nicht. Ich wollte gerade sagen, es wurde auf einmal so dunkel. Ja, das war ich. Oh shit! Ja, Headshot! Haha! Wichser, ey. Wollte mich töten, ne? Oh, irgendwas ist noch nicht entdeckt worden hier, ein paar Leutchen. Waffenwechsel. Jetzt kommt die richtig gute Musik dazu jetzt. Stirb. Feindlicher Kontakt, Achtung, ja. Soll ich sagen? Einer ist noch da. Also noch zwei, aber ein alles gemessen. Er hat schon gefressen. So. Erledigt. Easy peasy, lemon squeezy. Und du schießt mir wieder die gelben Sachen natürlich da am Arsch der Welt, ne? Jo. Was war? Alles weg, was keine Miete zahlt. Genau. Wie hast du denn den hier hinten denn getroffen? Mit Desert Eagle, ey. Was soll ich denn mit einer Desert Eagle? MP, was soll ich denn damit? MP ist ja immerhin noch okay. Ja. Und eine Vektor. Ja, die UMP habe ich ja auch. Ist ja das Schöne, dass wir jetzt mal dasselbe kriegen, ey. So, was soll ich anziehen? Die Desert Eagle ist die stärkste Waffe gerade bei mir, ja. Ich guck mal ganz kurz, was ich hier mit dieser UMP machen kann, waffentechnisch. Also, großes Magazin.
Das kann ich dir mit der Diegel machen. Kannst du gar nicht machen. Außer einen anderen. Noch einen Laserpointer halt dran. Das war's. Schade eigentlich. Na, ist halt eine Diegel, ne? Ah, ich will einen Schalldämpfer drauf haben. Das wär's, ey. Aber das geht nicht. Aber ich habe einen roten Laserpointer, das ist schon mal gut. Diegel mit dem Schalldämpfer, okay. Ja, da, wäre doch geil, oder nicht? Was denn, die schießt doch auch hier Kaliber 50 in der Art, ne? Ja. Ja, wenn es ein Scharfschützengewehr gibt mit Kaliber 50 und Schalldämpfer, warum soll es keine Diegel geben mit Schalldämpfer? Ne? Ja. Also, ich weiß gar nicht, gibt's hier Waffen Punkt 408? 408 müsste es geben. Weil das ist ja noch größer als eigentlich Kaliber ja. 50. Die HTI müsste es doch... Nee, die HTI? Die andere. Ja, aber das ist eh, glaube ich, ein bisschen buggy von den Waffenbeschreibungen her, weil irgendwie ja. Alles zeigt dir da an 9mm. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, ich lade hier nur das restliche Zeug alles rein, was ich finde. Ich suche auch gerade alles zusammen, mir noch die ganzen Kisten. So, ich habe hier gerade noch so einen Stoner gefunden. Ich habe eine Brust noch gekriegt hier. Ich krieg schlechtere Sachen, als ich anhabe? Was ist hier los? Jetzt muss ich aber kurz mit der Diegel schießen. Alles klar. Böser Sound. Die ist geil. Das ist doch, der fetzt schön die Ohren an. Ja. So, hier ist auch nochmal Info-Gedöns. Ja, das war dann alles, ja. Und wir haben wieder, wie gesagt, wir haben einen Helikopter, ne? Aber sie haben immer noch nicht angezeigt, wo wir jetzt eigentlich hin müssen, ne, oder? Sie sagen, die Straße runter bei den Docks, westlich vom Munitionsdepot. Also müssen wir jetzt nur nach Westen die Straße runter. Das heißt, es müsste Straße runter da sein. Ja. Na gut, da war ich schon mal. Also kann das sehr gut sein, ja. Mhm. Oh, da kann man, wie weit ist das weg? Das ist ja 700 Meter, da kann man ja zu Fuß hingehen, ne? Mhm. Ich sammle nur noch das restliche Zeug hier auf. Oh Mann, ey. Ja, ich gehe im Wald ein bisschen Pflanzen sammeln. Oder Wildschweine jagen. Ich weiß es noch nicht. Hier sind so viele. Sie nannten ihn Obelix. Genau, hör mit der Sau. Was machen sie hier? Wir jagen Wildschweine mit einem Kaliber 50. Mhm. Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Call of the Wild. Da bin ich dann auch auf Reh- und Hasenjagd mit dem Kaliber 50 gegangen, ey. Wumm, weg. Oh, was haben wir denn hier? Bleibt von so einem Hasen eigentlich noch irgendwas über, wenn du den mit dem 50er triffst? Ich glaube nicht, ne? Naja, eigentlich nicht. Da ist er dann gleich Matt. Ja. Ich habe hier eine Dreiergruppe. Wo kommt die denn jetzt her, Alter? Habe ich nicht hier irgendwas? Warte mal. Muss ich hier nicht machen? Doch, ich muss hier nochmal 3 Gegner töten innerhalb von 10 Sekunden. Also 2 Gegner. Das kriege ich ja hin mit 3 Gegnern, ne? So, mal kurz ranschleichen. Und da einfach rüberziehen mit der Knifte. Moin Jungs, ne? Wie sieht's aus? So, mir fehlt jetzt noch ein letztes Munitionsdepot. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das ist und dann habe ich alles. So, ich habe meine Dreiergruppe hier. Hier habe ich hoffentlich da vielleicht noch eine. Ja. Dann habe ich das fertig. Dann muss ich nur noch Gegner töten. Das kommt ja von... Ah ja, genau. Das ist noch eine Dreiergruppe. Wunderbar. Kanick, Kanack. Zack, alle tot. Da kommt noch eine Gruppe. Was ist denn hier los? Was machen hier so viele Leute im Wald? Habe ich das fertig? Ja. Jetzt brauche ich nur noch 5, 6, 7, 8 Gegner töten und dann ist das erledigt. Dann bin ich auf Stufe 5. Das läuft. Klack, klack, klack. So, nächste. Der will nochmal, wer hat noch nicht? Und bei dir scheint auch irgendwo einer zu sein, ne? Oder gewesen zu sein. Hab ich gemerkt. Hab ich tranchiert. War auf einmal verschwunden. Ja. Das gelbe Symbol. Aber ich stell fest, hier kann man recht gut Metallteile farmen. Ja. Ganz immer in den Bergen.
Ja. So, ich mache mich auf den Weg. Ich habe einen perfekten Sniper-Spot. Also ja. In jedem anderen Spiel hätte ich jetzt den perfekten Sniper-Spot auf jeden Fall. Weil hier geht das Snipen irgendwie noch nicht so, wie es damals ging. Abgesehen davon liege ich mitten im Stein, aber das ist ja egal. Was sind sie? Wir sind ein Stein. Mindestens einer. Oh, dann markier schon mal, ich lauf ja. Da mal runter. Ich fliege rein, ja. Wenn ich so weit reinkomme. So weit fliegen ist nämlich nicht mehr. Aber das mit diesem Base-Jump ist ja auch mal so eine Sache, habe ich festgestellt. Mal funktioniert's, mal nicht, wenn du von der Klippe abspringen willst. Ich hab's noch nie gemacht, bin ich ganz ehrlich. Also du musst hingehen, dann drückst du A und dann hoffst du, dass er halt diesen Sprung macht und halt den Fallschirm ausklingt. Ja, ich muss Leertaste drücken. Ich spiele immer noch mit Maus und Tastatur. Ich weiß was, wo wir sind hier. Ja. Das habe ich mit einem leichten Bug gespielt hier. Weil das auch sehr viele Gegner waren. Ja. Dann habe ich mich einfach hinter einen Zaun gestellt. Und zwar genau da. Die konnten mich nicht sehen. Durch den Zaun. Auch von da aus ran. Toll. Ich versuche hier gerade abzuspringen, aber keine Chance. Will er nicht. Okay. Die haben da hinten Automatikgeschütz stehen auf jeden Fall. Mhm. Irgendwo rennen da Leute im Wald rum, okay. Das ist schon ganz praktisch, wenn man alle Sichten hat in der Kamera, ne? Ja. Aber den Rest kann ich nicht sehen, weil ich leider nicht weiterfliegen kann. Ja. Bin auf maximaler Distanz. Da sitzt einer drin. Der knallt hier schon wieder, du? Ja. Ja, schießt mir wieder was Lilanes, alles klar. Ja, ich hab da gerade mit dem Stoner mal geklärt. Ja. Oh, eine Tech 50. Ja gut, dann nehmen wir die erstmal. Was ist? Boom. 307 Meter und die Kugel fliegt noch fast gerade. Ist okay, würde ich sagen. Und ich habe ja gerade, was habe ich gerade ausgerüstet? Eine Scorpio. Es geht. Die ist okay. Wie gesagt, ich liege hier ganz gechillt oben auf dem Berg hier rum. Mhm. In jedem anderen Spiel hätte ich jetzt schon gesniped, ne? Aber irgendwie in dem hier? Nee. Ich guck gerade, ob hier noch irgendwo einer von denen ist, die die Alarm machen. Aber irgendwie sehe ich hier keinen auf Anhieb. Ich auch nicht. Was ist es? Ja, ich kann jetzt ja nicht pingen, ne? Mit Q, ne? Also in dem einen Bunker da vorne, wo der Informant da steht. In dem Bunker ist noch was drin. Das habe ich nicht markiert gekriegt mehr. Und sonst haben sie zwei Geschütze, einen Sniper. Ja. Strom wahrscheinlich haben sie da hinten, ja. Drohnen? Ja, nicht wirklich, ne? Nee. Es ist nur ein Kommandant dabei. Gut, wir können das ja dann von hier aus gleich schon mal klären. Ja. Die Pose, die ich habe, ist zwar nicht so toll, aber... Kannst du diese zwei... Da kommt ein Auto. Ja, ich weiß, aber ich liege hier. Ja, ich habe gedacht, du warst eine Etage tiefer. Weil dein Name irgendwo da so komisch rumglitscht. Ja, die kann ich aber nicht anschießen. Das ist so... was mache ich jetzt? Leg dich wieder hin, du Idiot. Ja, die sehe ich nicht. Geht nicht. Kann ich da noch irgendwas umstellen? Kann ich da weiter ranzoomen? Nope. Schade. Jetzt hätte ich gesagt, dass wir die da wegnehmen, aber den Schuss traue ich mich nicht. Weiß ich nicht. Die kann ich mit dem Simultan, mit den Drohnen wegblasen. Das geht, ja klar. Ich guck mal gleich, welcher da ist und wenn die stehen bleiben, schnappe ich mir eine von den beiden. Die bleiben nicht stehen, die laufen die ganze Zeit. Ja, guck ich mal. Ich hätte es schon verfolgt, deswegen. Fuck. Treffer! Weißt du. So. Geklärt. Alter Schwede, wo hab ich denn hingeschossen? Alter, was ist mit der Waffe? Ich weiß nicht, wo du hinballerst. Das war, weiß ich nicht wohin. Okay, jetzt haben wir Alarm. Da ist der Scanner, ich sehe ihn. War doch da drin, ne? Ja. Ja, ich sehe ihn. Drohne fliegt, Drohne. Scanner weg. Also diese Waffe weiß ich nicht. Mitte Fadenkreuz und die schießt aber nicht Mitte Fadenkreuz. Also Tech 50 ist es gar nicht mal so schlecht. 470 Meter. Keine Chance, ey. Geht nicht. Der
Scorpio, keine Chance, da treffe ich nichts mit. Alter. Na ja, gut, ich schieße ja auch mit Schalldämpfer. Ja, gut. Aber ich stelle fest, es ist auf jeden Fall Sniper. Es ist eine ganze Ecke einfacher, weil du den Bullet Drop nicht so extrem hast wie in Wildlands. Hä? Ich finde das in Wildlands wesentlich einfacher wie hier. Hier kriege ich die Krätze. Ich treffe hier nichts. Weiß ich nicht warum. Der Typ da hinten, ne? Der Dicke, der mit dem Helm auf. Ja. 440 Meter von mir entfernt. Ich würde jetzt sagen. So, dürfte ich nicht treffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Okay. Es kann natürlich sein, ich habe noch den Block drin, hier ballistischer Vorteil, dass du mehr Reichweite hast. Den habe ich. Warte, habe ich den auch drin? Moment. Also das macht schon eine Menge aus, weil sonst siehst du die Kugel fliegen und dann mittendrin im Flug verreckt dir das Ding. Das ist richtig. Wo ist denn das? Den hatte ich doch aber auch, ballistischer Vorteil, oder nicht? Hab ich nicht geskillt. Wie so ein Zielkreuz. Ach, den habe ich nicht geskillt mehr, ne? Ja. Also ich kann empfehlen. Ah, genau, da ist er. Ja, ich habe ja Punkte. Gerade wenn du als Sniper bist, dann macht das Ding echt eine ganze Menge aus. Aber das nehme ich raus. Ich nehme das mit der Munitionsmenge raus. Ich treffe den da hinten trotzdem nicht. Ich treffe irgendwas davor. Meine Kugel kommt da hinten nicht an, habe ich das Gefühl. Nö. Warte mal, mal kurz eine andere Waffe nehmen. Habe ich noch eine HTI dabei? Aha, HTI. Noch eine Scorpio. Wo ist denn die andere HTI hin? Da ist sie. Naja, oder eine M82, das geht auch. Aber Barrett, das geht eigentlich immer. Nochmal einen Schalldämpfer runter. Ich treffe den Typen nicht. Auch wenn ich ihn voll treffe. Also das schlägt bei ihm ein, ne? Aber er stirbt. Ja. Nicht. Hier fährt übrigens ein Auto vorbei, ne? Ja, ein Konvoi mit Waffen, ne? Scheiße. Bin ich schon unten. Konvoi steht. Hab ich ihn rausgeschossen. Irgendwann mal, am 50. Schuss. Ja, dann geh ich wieder hoch, holen wir eben die Waffe vom Konvoi. Ja, ich versuche. Ich habe das Skill, dass es da bessere Waffen gibt. Ah, das ist geil. Weil den Punkt habe ich nicht. Ich snipe mal kurz die Boys da drumrum weg. Jetzt kann ich natürlich wie diese ganzen Serpen hochlaufen, ne? Ja, siehst du, ich habe 4 Gegner gehabt, ich habe 4-mal geschossen, 4-mal getötet. Wunderbar. Was ist das für eine Entfernung? Weiß ich nicht. Da kommt doch was auf dich zu. Ja, ist es. Ich messer ihn, den schnapp ich mir. Ja, den kann ich nicht treffen. Den sehe ich nämlich nicht. Da kommt noch einer, okay. Ich bin schnell. Ich laufe, ich sprinte. Aha, den hole ich mir. Ja, hab ich nicht getroffen, weil er hochgezuckt ist. Auf der Entfernung ist kein Ding, da treffe ich alles. Wie gesagt, mit der Tech 50, weil die maximale Reichweite hat von den Stats her, das Ding funktioniert wunderbar. Ja, vielleicht muss ich nochmal ein anderes Scope oder was weiß ich. Ich komme auf jeden Fall mal runter vom Berg hier. Ich hoffe, ich komme auch lebend runter, weil das ist doch ziemlich steil hier. G36. Ja, lecker. Beste Waffe. G36. 177 sogar von den Werten her. Na gut, dann pimpen wir das Ding mal eben. Das haben wir hier gekriegt. Lila, haben wieder eine Pistole, Alter. Ich brauch keine Pistolen, Mann. Gucken, was ich für eine Knifte kriege. Ich möchte das ja nicht fahren. Ich möchte das ganz gerne aufnehmen. Ah. Ne, L5A3. Das andere dicke Kaliber 50 Teil. Finde ich gut. Und die ist sogar stärker wie alles, was ich habe. Das Spiel will, dass du Snipers.
Ja, ich habe nichts dagegen gegen Snipern. Ich habe das nicht geskillt. So, hier ist noch wen, den ich messern kann. Ja. Hallo. Du und deine Messerei, ey. Oh Gott! Nicht sterben! Ui! Alles klar, ey. Jetzt geh ich da rein, ey. Ich bin Rambo. Ja, mehr oder weniger. Oh, der Typ lebt ja hier noch. Das stimmt, den können wir verhören. Ich bin dabei. Hey, rede. Na guck, schon wieder was für das. Sag mir, wo ich diese Waffenlieferung finde. Ich hab dir alles gesagt. Wirklich alles, was ich weiß. So. Emilius Port. Ja, Kai zwischen den beiden Toren. Ja, das also ist ein Boot. Ja, das ist das Boot. Hab's. Genau. So, klären wir auch mal alles und dann... Ja. Scheiße, hat das Licht geblendet. Oh Gott! Das war der Dicke. Aber er ist dann auch schnell umgekippt. Ja. Hier so ein bisschen Rambo-mäßig rein, weil ich brauche die ganzen Kills noch. Au! Au! Bin down. Hä? Ja, die kamen, standen irgendwie drei Leute hier. Dann komm mal. Faltet sie aus! Ach, der Sniper. Der war das Schlimme. Jetzt mal schöne neue Handschuhe gekriegt. Mhm. Bin gleich da. Pass auf, da stehen vier Leute drin. Achtung, da ist noch einer hinter der Wand. Oder der? Ja. Easy. Sturmsoldat 5, Alter. So muss das. So, muss ich kurz gucken, was muss ich jetzt machen? Vielleicht kriege ich ja sogar noch was hin. Töten Sie zwei Gegner innerhalb von weniger Sekunden mit Sprengstoff. Zählen noch Granaten zu? Ja, Granaten oder der Raketenwerfer geht auch. Okay, töten Sie 10 Gegner ohne zu sterben. Das sollte ich auch hinkriegen. Ja. Töten Sie 3 Gegner mit der Kampfkraft. Ja, diese komische Fähigkeit. So. Einmal hier alles klären, mitnehmen. Ja. Hier sind ja wieder genug Kisten. Das wird sich wieder lohnen. Alles klar, das sieht aus wie eine Schrotflinte. Sieht aus wie eine Schrotflinte. Ich hab auch gerade eine Pumpe bekommen, so eine KSG-12. Ja. Ich glaube, wir kriegen jetzt ja eh dasselbe. Das ist okay. Neue Hose. Oh, die ist sogar besser wie meine. Dann tauschen wir gleich mal aus den alten Gilly. Zack. Das wollen wir alles nicht. Pistolen, haben wir da eine neue, alles klar. Gegenstandsstufe steigt. Na gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir unser Zielchen hier gefunden, wa? Das alle Bogen. Guck doch mal, habe ich alle Kisten hier aufgesammelt? Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.